Ich habe tatsächlich mal eine kleine Wäsche angeworfen. Eventuell hat da jemand ein bisschen unterschätzt, wie viele kurze Hosen er mitnehmen sollte. Und egal, kurz 30 Minuten, Spül Waschmaschine, da jetzt hingestellt, fertig. Ich habe eben schon Köpfe gebaut, blende ich euch ein. Felix und Anita sind schon unten am Pool und wir rauchen jetzt ein leckeres, leckeres Frühstücksköpfchen. Da steht ein eiskaltes Aquarius, ein heißes Köpfchen und eine Flasche Wasser am Pool. Mit Auflösung-Challenge okay. Und so. Auflösung-Challenge der Lügen. Marvins Community hat mit 76% der Lügen gewonnen. Marvin hatte schon 11 Autos. Nein. Nein. Marvin hatte, by the way, 3 Autos. Ja. René? Und Anita sind dann aus. Also René und Anita haben verloren. Mit Abstand tatsächlich, ja. Also die Tabak-Erraten-Challenge hat der liebe Marvin gewonnen, damit gibt eine Wildcard an ihn. An zweiter Stelle war der liebe Schmidtlauch. Der hat da auch fast gewonnen. Und die Verliererin der Challenge war die liebe Nastja. Ui. Das heißt, wir haben unsere allererste Wildcard und direkt die zweite Wildcard. Ich nehme nächstes Mal 2 von euch mit. Ich hoffe, ihr freut euch. Die eine habt ihr verdient, die andere habe ich verdient. Sehr gut. Das ist nicht schön, Freunde, wenn man nicht letzter geworden ist bei der Challenge und man jetzt nicht 200 Köpfe bauen muss. Ich hätte den dann übrigens sehr gerne am Pool, ne? Eben die Badehose angezogen. Wird er dann rübergebracht? Ich verstehe überhaupt nicht, warum jeder darauf getippt hat, dass nur eine Freundin hat. Das ist total menschenverachtend. Ja, schon ein bisschen fies, ja. Aber solche, es ist eigentlich, also ich bin einfach nur happy, dass ich einen Kopf gebaut bekomme. Nur, wir legen uns jetzt in den Pool, wir warten ein bisschen auf Köpfchen. Lange, also ja. Könnten sich nur ein bisschen. Es gibt eine schlechte Google-Bewertung. Gibt einen Würfel. Wir würfeln. Das erste Feld, auf das man kommt, ist diese rote Bombe. Okay. Mhm. Und dann kann man sich entscheiden, ob man nach links oder rechts läuft. Okay. Und später, wenn man würfelt, man kann immer wieder die Richtung wechseln. Es ist komplett scheißegal. Okay? Und auf jedem Feld passiert etwas anderes. Und jetzt spielen wir Denkprofi mit ganz, ganz vielen Minigames. Es geht um 2 Wildcards und wohl noch andere Gewinner. Wildcards können wir keine mehr gewinnen. Wir haben ja schon die 2. 2 ist Maximum. Aber ich wäre interessiert daran, was die anderen Gewinne sind. Das wurde nicht erwähnt, ne? Klingt interessant. Also ich werde trotzdem mein Bestes geben, aber das Spiel ist auf jeden Fall jetzt schon mal geisteskrank geil. Es sind so sehr viele coole kleine Minigames. Also wir sind gerade in der dritte halt gewürfelt. Wir sind ganz am Anfang und ich habe jetzt schon Bock, mir auch dieses Spiel zu holen. Es ist wirklich sehr, sehr nice. Gut, wir spielen weiter. Ich update euch. Ente, Warteln, Pinguin. Was ist da? Bild, Flugzeug, Wolken. Was ist da oben? Himmel. Sonnenuntergang, Regenbogen. Weiter? Nee. Rakete? 3 Late-Night-Snacks. Chips, Gummibärchen und Flips. Fliegen? Was Flips, Fliegen Flips, nein, nein, nein. Ich habe überlegt, ob Chips, Flips das gleiche ist, aber passt ja. Schnecke, Maus. Also, je nachdem, wer Bock drauf hat. Zweite Frage. Nenne 3 Automarken. Mercedes, Audi, VW. Rasiert. Nenne 3 Orte, an denen du schlafen kannst. Bett, Couch, Boden. Ja, man ist Punkt. Halt nervös, sowas kommt, ne? Das ist das Einzige. Das Spiel geht übrigens so lange, es sind immer Minigames, man kann Punkte gewinnen. Ich habe jetzt einen, wer jetzt erster 12 hat, gewinnt. Da ist Pantomime mit dabei, hier Montagsmaler, also hier erraten, ne? Was gemalt wurde, alles Mögliche. Ist geil. Ist richtig geil mit so einer App und so. Stark. Ich auch. 1/6. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, einfach nicht zählen. 3 Satzzeichen. Ausrufezeichen, Punkt, Komma. Boah. Das kam wieder aus der Pistole geschossen, ne? Nenne 3 Dinge, die du auf einem Flohmarkt kaufen kannst. T-Shirts, CDs, Lampen.
Nenne drei Dinge aus einem Kinderzimmer. Bausteine, Spielzeug, Decken. Bausteine, Spielzeug, Also da musst du einmal... Ja, jetzt muss Ali seinen Arm so ruhig halten, wie geht. Und er misst die Bewegung. Zitter nicht. Ja, gleich explodiert ein Vulkan. Ich glaube, du hast gewonnen, oder? Ah, nee. Nastja hat gewonnen. Die war ein bisschen besser als du. Stark. Also ich hab Nenne drei Künstler. Picasso, Da Vinci, Gustav Klimt. Ist das Künstler? Ich kenne den nicht. Kenn ich nicht. Klimt kenne ich nicht. Er grinst schon so. Er grinst schon so. Gustav Klimt auch Künstler. Der hat sogar ein Haus erbaut in Wien. Ja. Du kannst halt Künstler sehen vom Malen oder Künstler vom Singen. Halt, ne? Ein Bild, was man von Klimt kennt, super. Ist der Kuss, dieser goldene Kuss auf diesem Hintergrund, wo so eine Frau im Arm... Das ist jetzt vorbei. Nee, ui, ui! Ja, schade. Joshua, du hast die Kombination falsch eingegeben, musst eine Münze abgeben. Hä? Oh. Fliegen, böse Dinosaurier, Möwe, schreien, fressen, Drachenfeuer. Ja. Mal nächste auf jeden Fall. Glotzen. Hallo. Rauchen, dampfen, tschüss, Schiedsrichter, pfeifen, fliegen, Schiedsrichter, Fußballer, Läufer. Nee, mach weiter. Schiedsrichter. Ellenbogen, Handgelenk, Gelenk. Ja, alle Worte erraten, scheiße. Opa, Rentner, Rentner, Opa, Opa, Brüste, Oma. Was? Das war zu schnell. Nein, niemals. Niemals, er hat Oma vor dem Dom gesagt. Dann war richtig. Dann, also das wäre es jetzt gewesen, dann wären drei gewesen. Er hat 100, das waren 2 Sekunden vor Dom. Aber nee, man muss 4 haben. Bei Pantomim muss okay, dann haben wir geschissen. 4 ist aber echt hart, ne? Können wir die auf 3 runterbauen? Seien Sie zu Ihrer Leistung zufrieden? Ja, schon der eigentlich. Der war gut, ja. Stark, stark, stark. Der hätte früher kommen können. Kalt. Kälteschlaf, Winterschlaf. Zäpfchen, Fieberthermometer. Fieber. 4 war noch okay, aber es waren halt auch dann 3 so, ne? Eine Minute mit 4. Kleiner Zwischenstand. Ich habe 3. Ali hat 3. Wir haben leider gerade schlecht performt bei Pantomime. Da sind 2. Da ist einer. Und that's it. Wir müssen eigentlich Tag Team machen. Ne? Bei einem, wo wir jeder einen Punkt rausholen können, müssen wir zusammen durchziehen und am Ende entscheidet sich. Ja. Tag Team hier. Also. Ja, Männchen, Schwein. Schweinchen, Mickey Maus, Maus, Bär. Ja. Golf spielen. Golf, Golfplatz, golfen. Ja. Bereit? Scheiße. Boah, Rucksack. Hand, Finger, Ring, Handfläche, Handballen. Behaarte Hand, Nägel. Pediküre, Maniküre. Das war bestimmt der Begriff. Stuhl. Komm. Fernlicht, Licht, Scheinwerfer, Sonne, Bestrahlung, Strahlung. Weiter. Strahlen. Bestrahlung. Scheiße. Wow. Elefant, Tiger. Weiter, mach weiter. Komm, ich zeichne. Ja, zeichne, komm! Nein, weiter! Komm! Und ihr habt euch über meinen Zebra lustig gemacht. Oliven. Obstkorb. Ganz ehrlich, für mich wäre es ein Lautsprecher gewesen, aber ich kann nachvollziehen, was du gesagt hast. Das sieht aus wie das Fernlicht-Logo. Hätte sie zur Musik dazu gemacht? Das hier sollte ein Hund sein.
Das ist kein Hund. Cringe, dass du das nicht erraten hast, Ali. Das ist kein Hund. Hätte ich safe gewusst, ja, Anita, safe. Bauarbeiter. Installateur. Dachdecker. Zimmermann. Eis. Für Mann Winkel. Ist schlecht, muss man sagen, ne? Okay, doch. Weiter. Eingang. Strahlen. Nice. Guck mal seine Glatze. Guck mal seine Adern oben. Digga, nur zwei mehr. Was? Nur zwei mehr. Einmal kann ich, ja? Du kriegst Krämpfe. Du kriegst Krämpfe. Hat davon echt nur einen? Was denn? Ein Finger, ja? Ja. Oder eine Hand? Ein Finger. Okay. Du kriegst voll den Krampf im Finger dann. Mach's gleich. Boah, nee, Digga. Ja. 77 gefunden. Jetzt darf ich drücken und dann kommt er erst, ne? Ja, du kannst noch einmal. Ali ist ein guter Wichser. Jetzt geht's beim ersten Tab los. Oh, ja. Okay, der kalt oft. Wie viel? 96. Boah, Junge. Hä? DJ. Weiter. Klavier. Schreibmaschine. Clown. Ladekabel. Powercharger. Entspannen. Runterkommen. Messe. Luft. Atem. Crazy. Nee, was war das für 10 Sekunden? Was waren das? 6? Neben getippt. Ich glaube, ja, gell? Geht klar los? Ich hab's ewig nicht gesehen. Ah, nee, dann ich hab's dann, 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 dann hab daneben getippt, dass ich hier komplett raus war. Ui. Kerze, Berg, Nice one. Fuck, Alter. Was gibt mir immer scheiß Synonym für die Pistolen-Dings? Schießen. Wir waren schon auf dem richtigen Weg, aber halt leider am Ende falsch. Und jetzt will ich wissen, was das für ein Tier war. Schreien. Okay, wir sind eigentlich immer noch an dem Game dran. Das zieht sich sehr, deswegen haben wir jetzt Hunger bekommen. René und Schmidi sind jetzt Essen holen. Und wir machen in der Zeit, damit wir die ein bisschen nutzen, schon mal ein bisschen das Airbnb sauber. Das heißt, ein bisschen aufräumen, Zeug wegbringen. Und also Sachen, alles was so sein muss, ne? Schade. Schade, dass es heimgeht. Bald. Machst du nix. Aber, und das ist ziemlich cool, nächstes Jahr habe ich dann 2 Wildcards. Das heißt, ich kann 2 von euch mitnehmen. Sehr nice. Der Laden ist auch echt cool. Und die letzte Mahlzeit wird eine lecker Pizza, die wir hier bei unserem Spiel am Pool genießen. Und danach heißt es erstmal fertig spielen, aber danach heißt es aufräumen. Es ist mittlerweile mitten in der Nacht, wir haben schon zu Abend gegessen und das ist die entscheidende Runde. Krank. Wenn René und Ali das hinkriegen, dann haben die beiden gewonnen. Neues Mann, Figur, Frau, Gärtner, Wanderer, Seilspringer, Bauarbeiter, Feuerwehrmann. Ja. Feuerwehr. Haus, Villa, Gemälde, Kunst, Christentum, Was? Meer, Wasser, See, Fischen, Aquarium. Quadrat. Kirche, Haus, Villa, Anwesen, Krankenhaus. Ja, that's not the win.
Oh oh. Er war nie weg. Ich bin direkt gekommen, Hilfe. Eine Münze. Wie viel hast du schon? Okay, die Jungs haben einfach noch die nächste Chance zu gewinnen. Wenn Ali gescheit zeichnet und René Tasse. Gescheit errät. Tee-Tasse. Oh, war schon. War schon. Okay. Hand. Fingernagel. Nagellack. Uiuiui, das ist es. Weiter. Warte. Hand. Fingernagel. Handcreme. Wow! Jetzt hat Jungs. Das sind die letzten zwei Wildcards, die rausgehen. Stark. Strong, Alter. Stark, stark, stark. Let's go. Immerhin eine. Ich bin's. Ich bin's, eine Wildcard. Super, Jungs. Geil, Kenan, Junge, du bist dabei. Ich dachte, wir müssen die verlosen. Ach so, dann verlosen sie. Sorry, Kenan. Kenan, du kannst gewinnen. Strong, Alter. Die waren heftig von dir. Ja, waren schöne 5 Minuten mit dem Game, du. 7 Stunden, Junge. Allein auf dem Handy halt 65 Runden und ich will nicht wissen, wie viel es bei Basti schon war. Das ist krank. Was sind die Ergebnisse? Ja, warte, ich gebe dir den René mal weiter. Ja, warte, ich komme aber rüber, so. Weil bei dir in der Netz, ja. Du bist auf Lautsprecher auf jeden Fall. Also, Gewinner Ali mit 12, ich zweiter Platz mit 11. Warte, okay. Ich muss mich noch aufschreiben. Ja. Okay, du bist 11, okay, weiter. Marv und Anita 9. Marv und Anita 9. Schmitti 8, Nastja 5. Und WLAN geht gar nicht, oder was? Nee, gerade ist komplett. Ah, jetzt ist hier E, aber WLAN ist weg, also komplett. Ein Balken nur noch. Das ist irgendwie aus dem Nichts verschwunden, während wir Essen holen waren, weil wir weiter zocken wollten. Und dann war Internet weg. Immerhin sind die Ergebnisse durch. Und nicht nur auf. Internet. Alios, bist du da? Yes, Sir, hier bin ich. Vielen Dank. Und, André, nee. Werde ich jetzt gefilmt, oder was? Also ihr kriegt beide eine Wildcard. Vielen Dank, vielen Dank. Danke. Und jetzt ist es so, ihr habt ja alle Punkte gesammelt. Und diese Punkte haben einen gewissen Wert, ja? Diese Punkte haben einen gewissen Wert, ja? Und also der Maxi und der Yannick, da sie nicht da sind, kriegen sie auch 5 Punkte, wie die Nastja. Letztplatzierte, die waren nicht da, also kriegen sie auch jeweils 5 Punkte, ja? Mhm. Und was machen jetzt die Punkte? Also die Punkte haben einen Geldwert, den ihr allerdings nicht ausgezahlt bekommt oder wird auch nicht verlost oder sowas, sondern jeder von euch wird diesen Geldwert spenden. Stark. Geil. Sehr ich krieg gleich von mir eine Liste zugeschickt. Mit Spendenorganisationen. 10 von 10. Es wäre geil, wenn ihr die heute mal anschaut. Das sind so 50 Organisationen oder so, aber das kann man in ein paar Minuten sich anschauen. Jeder von euch sucht sich aus, den Betrag, den er quasi erspielt hat, an welche Organisation der gespendet wird. Geil. Also 9 Chips, 9 Euro. 8 Euro, krass, geil. Woo! Wofür steht denn ein? Jeder Punkt, den ihr erspielt habt, sind 360 Euro. Boah, was? Und die beiden Gewinner mit der Wildcard kriegen nochmal on top jeweils einmal nochmal 1000 Euro extra. Junge. Holy shit. Heftige Aktion. Dass wir halt auch was Gutes gemacht haben für andere Leute. Das ist geisteskrank. An den Facts heute. Krass. An die Message, die ich euch weitergegeben habe. Ja, dass nicht nur wir Spaß haben, sondern auch andere Leute irgendwie was davon haben. Geisteskrank, wow, mega, mega geil. Mega Props. Sehr, sehr geil. Das hast du dir gut überlegt. Super. Mega Aktion. Wart ihr schon essen? Wart ihr schon irgendwo? Wir haben zwischendurch Pizza geholt, weil sonst hätte das Spiel nie ein Ende genommen, wären wir dann irgendwie noch essen gegangen. Ey, wir sind jetzt nochmal irgendwo hingefahren, wo wir Empfang hatten, weil unser WLAN oben wieder down ist. Wir haben das Spiel gespielt und wir wussten, dass dieses Spiel irgendeinen Sinn hat. Also wir wussten, dass wir nicht einfach nur spielen for fun. Die Gewinner, die zwei Besten, haben eine Wildcard bekommen. Aber jeder Punkt, den wir erspielt haben, sind 370 Euro in Spenden. Von jedem.
die jeder sich aussuchen kann, wo er die spendet, aus einer Liste von Organisationen. Und die zwei Gewinner sogar nochmal 1000 Euro extra Spende obendrauf. Was bedeutet, dass allein René und Ali zusammen 10.000 Euro an Spenden haben. Das ist krank. Und mit allen zusammen sind das 15.000 bis 20.000 Euro an Spenden, die wir raushauen können. Das ist absolut insane. Das ist eine dicke, dicke, dicke Ehrenaktion von O's. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen sprachlos und das ist absolut geil. Und wir kriegen jetzt eine Liste und da können wir uns aussuchen, wo wir hinspenden. Geil. Einfach geil. Und das war es dann leider von Mallorca. Der letzte Morgen. Ich fliege heute auch heim um 17 Uhr. Fliegen eigentlich alle so zwischen 15, 16, 17 Uhr, 18 Uhr. Schade. Schade, dass es schon vorbei ist, aber es war sehr, sehr schön. So, heute Morgen war noch ein bisschen stressig. Aber jetzt sind wir noch was essen und dann geht's zum Flughafen. Wir sind ausgecheckt. That's it. Ich bin wieder in Deutschland angekommen, wollte euch noch so ein kleines Fazit zu Shisha Journey geben. Aber das Erste, was ich sagen muss, ist, warum ist in Deutschland innerhalb von 3 Tagen Herbst geworden, Digga? Ich sitze hier in langen Sachen und ich wünsche mir einfach nur, wieder auf Mallorca zu sein, am Pool zu sitzen und eine leckere Pfeife zu rauchen. Ich mag Herbst und Winter nicht. Aber Fazit Shisha Journey. Erstmal, um nochmal alle abzuholen, was war denn Shisha Journey überhaupt? Weil viele haben gesagt, was macht ihr denn da, was soll das denn? Die Mission von Shisha Journey ist eigentlich relativ simpel. Es sollten einfach nur leckere Pfeifen in einer geilen Location mit coolen anderen Leuten sein. Einfach mal wieder zusammensitzen, das Leben genießen, Shisha genießen und zu diesem typischen, ich glaube, jeder kennt diesen Moment, wo man Orte sieht und sich denkt, da eine Pfeife, Digga. Und genau das sollte Shisha Journey sein. Und das noch gepaart mit coolen Unternehmungen, wilden Challenges, wo man dann auch Wildcards gewinnen kann, mit anderen Leuten zusammen, die man vielleicht nicht so oft sieht. Und genau das sollte Shisha Journey sein. Und natürlich war das jetzt erstmal theoretisch gesehen einfach nur ein Blogger-Event, aber nur weil es das erste Mal Shisha Journey war, weil der Gedanke, wenn Shisha Journey weitergeht, ist der, dass die Blogger die Wildcards gewinnen, um auch einfach Leute aus der Community mitnehmen zu können. Das heißt, eigentlich soll das Ganze schon so ein Kombipaket sein, dass das klar irgendwo ein Blogger-Event ist und man das Ganze auch in Social-Media-Content verpackt, aber auf der anderen Seite sollen dann auch Leute mitgenommen werden. Das heißt, beim nächsten Mal, dadurch, dass ich zwei Wildcards gewonnen habe, kann ich das nächste Mal 2 von euch mitnehmen. Da wird es dann wahrscheinlich irgendeinen Bewerbungsprozess geben und man muss natürlich fein damit sein, dass wir da Content machen und so. Aber ich kann das nächste Mal 2 von euch mitnehmen zu Shisha Journey. Und dann können wir zusammen in der Sonne, also potenziell, man weiß ja nicht, wo es hingeht, aber dann können wir mit Sicherheit an einem sehr, sehr geilen Ort zusammen Pfeife rauchen und wieder Challenges bestreiten und die nächsten Wildcards gewinnen und wieder mit coolen Leuten rumhängen. Und das war ja jetzt auch die allererste Shisha Journey und da lief natürlich nicht alles perfekt und manche Leute mussten, wir sind ein bisschen früher gekommen, andere sind ein bisschen später gekommen, manche sind früher gegangen. Das war noch ein bisschen durcheinander, weil das halt alles so kurzfristig war. Das soll aber beim nächsten Mal alles anders laufen. Dann gibt es einen Flughafen, von dem alle abfliegen, es gibt ein Datum, wo es losgeht, es gibt ein Datum, wo alle zurückfliegen und dann ist Shisha Journey einfach nochmal ein bisschen gebündelter. Aber dadurch, dass das jetzt alles relativ spontan war beim ersten Mal, musste man natürlich da die eine oder andere Ausnahme machen. Und wenn das gefixt wird und dann noch mein einer größter Kritikpunkt, für den aber leider niemand was kann, ihr habt es ja in den vergangenen Vlogs ein bisschen gesehen, das Internet dort war wirklich scheiße. Da kann man nicht mit rechnen, das Heimnetzwerk, das da in dieser Finca am Start war, das war krass, aber die Internetleitung, die rein bzw. rausging, die war leider komplett für den Arsch. Und das war natürlich ein bisschen schade. Ich hatte die große Kamera dabei, die ich dann nicht benutzen konnte, weil ich sonst die Daten nicht zum Basti hätte hochladen können, damit er die Videos schneidet. Also habe ich auf dem iPhone gefilmt. Dann hatte ich eigentlich auch noch meinen Laptop dabei, damit ich auch noch livestreamen kann. Ich hätte einfach die Kamera an den Laptop angeschlossen. Dann hätten wir zum Beispiel jetzt bei dem Spiel, was ihr heute gesehen habt, bei Denkprofi, hätte man einfach einen 7-8-Stunden-Stream draus machen können und ihr hättet live dabei sein können. Das wäre also noch geiler gewesen, als danach ein Video zu sehen. Oder einfach beides. Und deshalb ist das schon teilweise krass auf die Eier gegangen, dass wir den ganzen Tag kein Internet hatten. Aber das war halt einfach, das kann ja keiner vermuten. Also mietest so einen riesen Finca, die schreiben, jo, die haben krasses Internet, jo, die haben da Glasfaser liegen und so. Und dann denkst du dir, geil, Digga, Glasfaser, gar kein Problem mit live. Und dann kommst du da an und dann hast du einfach 12 Stunden am Tag gar kein Internet und auch kein Mobilnetz. Also es gab auch kein Handyempfang, weder Telefon noch mobile Daten. Das war teilweise tot. Also wir hatten teilweise wirklich 12 Stunden am Tag hatten wir Handy-Detox, weil wir nichts benutzen konnten.
Und das war dann natürlich auch ein bisschen schade für die Stories, wo das ein oder andere Mal dann einfach 12 Stunden keine Stories online kamen. Und ja, also das ist eigentlich so mit mein größter Kritikpunkt, dass wir kein Internet hatten. Aber da kann halt auch keiner was dafür. Ne? Dann hätte vorher jemand genau in diese Finca fliegen müssen, um zu gucken, wie da das Internet ist, bevor man die bucht. Und wenn du das mit jedem Haus machst, ist es ja geisteskrank. Aber da müssen wir uns auf jeden Fall für nächstes Jahr was einfallen lassen. Vielleicht ein Starlink als Backup-Internet mitnehmen oder so. Irgendwas brauchen wir da auf jeden Fall, damit wir 100% gutes Internet haben. Damit wir auch alles machen können, was wir uns da vornehmen an Content. Aber ja, die Mission war einfach rauskommen, leckere Köpfe in einer wunderschönen Umgebung rauchen mit anderen Leuten zusammen und da einfach mal wieder ein bisschen eine Verbindung herstellen. Und ich muss sagen, das ist auch krass gelungen. Also so viel Quality Time mit den anderen Shisha-Bloggern oder mit dem Großteil von den anderen Shisha-Bloggern hatte ich ewig nicht mehr. Und auch mit Leuten, wo sonst nie so viel passiert ist, zum Beispiel Schmiddi, ne? Das war übergeil. Also wir haben uns richtig gut verstanden. Wir haben da zusammen Pfeifen gefetzt. Und also auf jeden Fall von meiner Seite aus kann ich sagen, da ist irgendwie viel mehr Connection entstanden, als das vorher war. Und für genau so Sachen ist Shisha ja eigentlich immer gut. Bring Leute zusammen an den Tisch und die chillen zusammen und die reden. Und wenn das dann auch noch in so einer geilen Umgebung ist, ist das einfach geisteskrank geil. Und das alles dann am Ende noch mit der Spendenaktion gekoppelt. Wir wussten nichts davon. Basti hat gesagt, es gibt Preise für die Gewinner und wir wussten, es hat irgendwas mit den Chips zu tun. Aber dass wir dann 360 Euro pro erspieltem Chip spenden dürfen und dass insgesamt nochmal 25.000 Euro an Spenden sind, damit auch andere Leute hoffentlich damit ein besseres, schöneres Leben führen können, also damit irgendwas Gutes für andere auch noch daraus entsteht. Und das war schon krass. Also wir haben dann gedacht, als das sich so rauskristallisiert hat, dass das maybe eine Spende sein könnte, haben wir gedacht, ja, 50 Euro pro Chip oder 100, aber 100 wäre schon ziemlich krank. Und dann droppt Basti einfach 360. Wir sind so, holy fuck, geisteskrank. Ja. Ein dickes Dankeschön an Oz, dass ich so eine geile Woche auf Mallorca haben durfte. Also wenn ich überlege, fast jeder Tag war so ein Highlight, was man sich so einmal im Urlaub gönnt. Ich war zweimal Jetski fahren, wir waren zig Runden Kart fahren, wir haben einen geisteskranken Segeltrip gemacht, wir hatten das Abendessen gekrönt mit einem Wagyu Steak. Also all diese einzelnen Dinger wären so dieses eine Urlaubshighlight und das war einfach fast jeden Tag in dieser Woche. Und dann immer an diesem Pool sitzen und Pfeife rauchen und jetzt sitzt du wieder im kalten Deutschland und ich denke mir, Bruder, wäre ich jetzt immer noch gerne an diesem Pool. Und wenn man sowas über einen Trip und über einen Urlaub sagt, dann weiß man, dass es gut war. Kuss, dass ich dabei sein durfte. Kuss für 25.000 Euro an Spenden. Und ich freue mich auf die nächste Shisha-Journey, wo ich zwei von euch mitnehme.